Hi, herzlich willkommen und ich grüße dich zu einem neuen Let's Play. Wir fangen gleich mit dieser schönen Aussicht an und zwar handelt es sich um Skyrim, The Elder Scrolls und zwar den DLC Dragonborn. Ganz kurz zu Skyrim, die Drachen bedrohen die Welt von Himmelsrand und den Opa-Maga habe ich schon umgehauen. Und jetzt, ja, hat sich herausgestellt, dass wir das Drachenblut sind und ich weiß gar nicht wirklich, wo der DLC jetzt startet und wo die neue Quest anfängt. Ganz kurz mal noch zum Charakter. Ich werde hier mit 2 Einhandschwertern und Armbrust spielen. Die habe ich hier schon dabei und aus Third-Person-Perspektive. Armbrust, ja, habe ich auch dabei. Meinen Rucksack habe ich dabei, den habe ich natürlich vorher leer gemacht und ein, ja, schickes Leder, beziehungsweise Lederoutfit. Da erinnere ich mich an WoW zurück. Ein schickes, leichte Rüstung angelegt. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal jetzt hier nach Weißlauf. Mal gucken, was passiert. Ah, noch passiert nichts. Rauch trübt die Sicht. Na, noch passiert immer nichts. Und da sind wir endlich drin. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt möglichst von allein funktioniert. Was wir denn machen müssen, wo wir denn hin müssen. Dass vielleicht irgendein Kurier zu uns kommt. Was oft der Fall ist. Kommt doch mal in Bellators Laden am Markt vorbei. Wir haben bestimmt etwas, das ihr gebrauchen könnt. Okay, und wenn nicht, dann muss ich mich einfach ihr mal nach... Ihr euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Eure gute Tat des Tages tun. Dann muss ich halt einfach mal nach Einsamkeit gehen. Vielleicht gibt's da was. Okay, wählen wir mal kurz auf der Map aus und tun wir mal schnell dahin reisen. Geht ja ratzfatz. Und da sind wir in Einsamkeit. Aber jetzt muss irgendwas passieren. Wer ist das da? Alt zu sein ist gar nicht so übel. Meine Tochter gibt mir zu essen und arbeiten muss ich auch nicht mehr. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Auf jeden Fall kein Kurier. Und keiner, der mich anquatscht. Ich laufe einfach mal ein Stück. Die Göttlichen haben mich von der Straße geholt. Und sie können auch euch von euren Prüfungen erlösen. Macht keinen Ärger. Der Kerker von Schloss Elend kann selbst den stärksten Willen brechen. Ihr braucht etwas? Ja, natürlich brauche ich was. Und zwar, wie es weitergeht nach Dragonborn. Und ich werde ganz einfach hier mal eine kleine persönliche Pause einlegen. Und mal gucken, wo wir den DLC denn annehmen. In diesem Sinne, bis gleich. Ihr da. Ihr werdet Drachenblut genannt. Und da hat mich der Kultist angequatscht. Ich glaub, der war's. Und damit herzlich willkommen zurück. Ja, natürlich bin ich das Drachenblut. Eure Lügen stoßen auf taube Ohren, Betrüger. Das wahre Drachenblut kommt. Ihr seid nichts als sein Abklatsch. Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Keiner wird sich ihm in den Weg stellen. Ich mach mich. Zeit zu sterben! Okay, aber es geht schon los. What the fuck? Ging gleich zur Sache. Aber nicht mit mir. Und die Wachen. Hey. Es sind doch schon genug Fremdlinge in Himmelsrand. Und jetzt laufen hier auch noch. Die Wachen haben kräftig mitgeklatscht. 11 Uhr. Ah, das ist dann neu. Kultistenhandschuh, Kultistenmaske. Okay. All diese Söldner aus Hammer. Nehmen wir alles mal mit. Kultistenbefehle, sehr interessant. Im zwinkernden Skever gibt es warme Betten und kalten. Okay, das lesen wir mal. Wir lesen mal das Ding. Das Ding, wenn ich es finde. Wo ist es? Wo ist es? Kultistenbefehle. Reise nach Solstheim. Ja, wenn die Schrift da mal weggeht, kann ich das auch vorlesen. Geht in Rabenfels an Bord der Nordmaid.
bringt sie nach Windhelm und beginnt mit eurer Suche. Tötet das falsche Drachenblut, bekannt als Rhea, bevor sie Solstheim erreicht. Kehrt mit der Nachricht eures Erfolgs zurück, dann wird Mirax sich erkenntlich zeigen. Okay, also wir sollen das falsche Drachenblut sein, aber das kann ja gar nicht sein. Beides vertragen. Und jetzt, ja, was müssen wir jetzt machen? Drachenblut? Reise nach Solstheim. Solstheim. Und? Wie komme ich da hin? Wie komme ich denn da hin? Ich glaube, ich muss es nochmal aufrufen. Okay, Windhelm. Nach Windhelm muss ich reisen. Ja, machen wir doch. Aber gleich zu den Stellen, genau. Da müssen wir nicht wieder aus der Stadt raus. Oh, also werden wir wahrscheinlich zu Unrecht beschuldigt. Schließlich haben wir ja schon die Welt gerettet, quasi. Und mal schauen, was dahinter steckt. Und da sind wir in Windhelm. Jetzt müssen wir mal die Anlegestelle finden, beziehungsweise wie wir da nach Solstheim kommen. Ah, okay, also ist auf jeden Fall irgendwo hier in der Nähe. Ich glaube, ich meine, wo ich auch mal da durchgelaufen bin, das sind wirklich so Anlegestellen. Na klar, da sind sie doch. Kann ich hier... Oh, ein Drache. Wo ist ein Drache? Da oben ist ein Drache. Okay, ah, komm. Und mittlerweile bin ich schon mit meinem Level ziemlich gut dabei, dass die Drachen eigentlich kaum mehr eine Gefahr darstellen. Na komm. Ein paar Sachen möchte ich eigentlich noch ganz gern skillen. Ich werde euch in Stücke lassen. Oh, jetzt bin ich runtergehüpft. Ob das jetzt so gut war? Komm schon. Schneller Lauf! Im Übrigen heißt mein Charakter Rhea. Also wie auch im Brief erwähnt wurde. So. Jetzt ist er zwar tot, aber wo kam er eigentlich her? Das weiß keiner. Wo die jetzt immer noch herkommen, die Drachen. Mein ganzes Leben lang habe ich noch nie so ein Monster gesehen. Und den? Da passiert auch gar nichts. Hä? Ich nehme mal alles mit. Außer die Elfenpfeile, die... Ach, jetzt ist er zwar tot, aber wo kam er eigentlich her? Ja, ich kann den nicht mal aufnehmen. Ich kann nicht mal die Seele aufnehmen. Bin ich jetzt doch das falsche Drachenblut? Sehr, sehr suspekt. Okay, aber wir begeben uns einfach mal jetzt hier zu den Docks. Wir werden schon erfahren, was da abgeht. Kann ich da irgendwo auch wieder hoch? Na, das sieht irgendwie nicht so aus. Na, ich will doch gar nicht tauchen. Ah, da geht's doch hoch. Sehr schön. Okay, da sitzt er schon, der gute Gjallund. Wenn ihr eine Überfahrt nach Solstheim sucht, dann habt ihr Pech. Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Ja, warum nicht? Es ist schwer zu erklären. Ich erinnere mich, wie diese Leute mit den Masken an Bord kamen. Und dann... Plötzlich war ich hier und sie waren weg. So einfach ganze Tage zu verlieren ist unheimlich. Da passieren schon eine Weile merkwürdige Dinge. Aber hiernach habe ich genug. Ich kehre nie wieder nach Solstheim zurück. Oh, doch. Habt ihr mir nicht zugehört? Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Dann probieren wir den mal zu überreden. In Ordnung. Da habt ihr recht. Ich sollte euch wenigstens zurückbringen, damit ihr herausfinden könnt, wer sie geschickt hat. Vielleicht könnt ihr ja auch aufhalten, was immer dort vor sich geht. Auch ich habe noch eine kleine Rechnung mit ihnen offen. Und ab geht's nach Solstheim.
Nun, da wären wir. Das ist Rabenfels. Kann nicht behaupten, es gerne wiederzusehen. Viel Glück. Vielleicht könnt ihr ja herausfinden, was hier los ist. Das werden wir. Das werden wir. Und es sieht sehr idyllisch aus, zumindest aus der Ferne. Rabenfels entdeckt. Suche nach Informationen über Mirag. Das war ja der Auftraggeber. Wer ich kenne euch nicht. Daher muss dies euer erster Besuch in Rabenfels sein, Fremdling. Erklärt eure Absichten. Das geht euch nichts an. Diese Einstellung wird euch noch ins Gefängnis bringen. Aber ich werde die Sache vorerst auf sich beruhen lassen. Vergesst nicht, dass Rabenfels eigenständiges Gebiet von Haus Redoran ist. Das hier ist Morrowind, nicht Himmelsrand. Für die Dauer eures Aufenthalts solltet ihr euch an unsere Gesetze halten. Irgendwelche Fragen? Wisst ihr, wer Mirag ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte schwören, dass ich den Namen kenne, aber ich kann ihn nicht einordnen. Ich glaube nicht. Ich bin nicht... Der Name hat etwas mit dem Erdstein zu tun, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher, was. Okay. Also wir müssen den Schrein finden. Wir behalten euch im Auge. Ja, Lund. Ich habe mich schon gefragt, was mit euch geschehen ist. Wir wurden von einem Unwetter aufgehalten. Hört ihn mal eben kurz zu. Bevor ihr fragt. Ja, ich habe die Waren, die ihr bestellt habt. Aber... Was aber? Diese Ladung hat mich doppelt so viel gekostet wie vereinbart. Und ich kann nichts dagegen tun. Verdammt nochmal, Gjallund! Ihr wisst, dass wir nicht so viel Geld haben. Die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft lässt mir keine Wahl. Sie hat die Preise schon wieder erhöht. Und ich kann nichts dagegen tun. Nach all diesen Jahren reißen sie uns auch die letzten Draken aus den Fingern. Lasst mich mit Leryl reden. Vielleicht kann ich etwas erreichen. In Ordnung, Adrien. Wir wollen nichts überstürzen. Bezahlt mich einfach dann, wann ihr wollt. Solange ihr unsere Gesetze befolgt... Okay, vielleicht hätte sich da ja eine Nebenquest erübrigt. Andernfalls müsst ihr euch von der Redoran machen. Aber mit dem kann ich jetzt netter drüber quatschen. Ich habe geschworen, Ratsherrn Morwein zu beschützen. Und wenn nötig, bleibe ich meinem Eid bis ins Grab treu. Ja, okay, der will auch nichts mehr quatschen da. Und der Schrein, der ist da hinten. Zumindest wenn ich dem Pfeil nachurteile. Oh, schöner Himmel. Schöner Nachthimmel. Da laufen wir einfach mal hin. Guck mal, was da los ist. Irgendein komischer Kerl steht da. Ihr dort. Ihr scheint euch nicht im gleichen Zustand wie die anderen hier zu befinden. Sehr interessant. Darf ich fragen, was genau ihr hier tut? Mirag. Klingt irgendwie vertraut, aber ich weiß nicht recht, woher. Oh, wartet, ich erinnere mich. Aber es ergibt nicht viel Sinn. Mirag ist schon seit Tausenden von Jahren tot. Was bedeutet das? Ich bin mir nicht sicher, aber es ist faszinierend, oder? Vielleicht hat es etwas mit den Geschehnissen hier zu tun. Äußerst unerwartet. Ich fürchte, ich kann euch keine Antworten geben. Aber in der Mitte der Insel gibt es Ruinen eines uralten Tempels Mirags. An eurer Stelle würde ich dort suchen. Okay, das hört sich ja schon mal erfolgsversprechend an. Was bei Tage gestohlen war. Und gucken wir. Weit da, von uns die Richtung geht. Morrowind? War Morrowind nicht die Erweiterung, die vor Oblivion kam? Ich bin zwar normalerweise gar kein Elder Scrolls-Spieler, aber Skyrim hat es mir echt angetan. Und ich glaube, Morrowind war die Erweiterung, beziehungsweise das Spiel vor Oblivion. So, ja. Laufen wir mal da rein. Ah, alles hier noch zu erforschen. Severin anwesend. Und habe ich überhaupt mein Pferd mit dabei? Keine Ahnung, hatte ich jetzt hatte ich gar nicht drauf geachtet, ob da mein Pferd mit dabei ist.
Ah, eine Mine. Oh, da war eine Wurzel. Na, nehmen wir mit. Wow. Was war das? Was war das? Ein komisches Geräusch von sich gegeben. Muss ich da rein? Oh, ich glaube nicht. Aber wir gehen trotzdem mal rein. Wir gucken mal, was da drin zu finden ist. Und vielleicht kann ich ja sogar ein bisschen Erz abbauen. Oh, ich habe mein Inventar ja extra leer gemacht für den DLC. Und ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, ich habe gar keine Spitzhacke mit am Start. Aber das wäre natürlich beschissen. Wenn ich da irgendwelches neues Erzfleisch sogar finde und keine Spitzhacke dabei habe.